Hallo zusammen zur Kaffeerunde. Ich hoffe, ihr habt das Heißgetränk eurer Wahl bei euch. Wir schauen mal, was die Woche so gebracht hat und worauf wir uns einstellen können. CrowdStrike-Outage hat, denke ich, jeder und jede mitbekommen. Ich gehe später noch darauf ein. Juni war davon nicht betroffen. Sie ist noch sehr analog unterwegs, aber einige von euch werden sie wahrscheinlich gemerkt haben. Ansonsten, ja, der Abverkauf ging weiter. Ihr könnt euch ja hier gerne mal einkategorisieren, wo ihr so reinpasst und wie eure Portfolios entsprechend aussehen. Und dann, auch wenn ich mit den neuen Verfilmungen nicht so wirklich zufrieden bin, eine kleine Nvidia- und Dune-Analogie. Ja, mal gucken, was jetzt durch den vermeintlich neuen Vizepräsidenten oder bald Vizepräsidenten in den USA da noch an Neuigkeiten rauskommt. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Und Juni verschiebt mein Laptop, was jetzt keine gute Idee ist. Ja, finde ich auch. So, dann wir haben eine volle Earnings-Woche. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Vor allem Dienstag wird, denke ich, interessant. Jetzt schauen wir mal, aber wie auch durch die Ereignisse im Jemen heute Nacht, erstmal am Montag, die Märkte reagieren. Ich glaube, es gibt jetzt nicht so eine große Reaktion, aber zumindest wenn ihr Öl tradet oder so, könnte das natürlich einiges bedeuten. Ja, ansonsten bunte Mischung. Mindestens zwei recht große und die übrigen schauen wir uns dann mal bei Gelegenheit an. Und auch von den Daten her, wir haben eigentlich durch die Bank weg PMI-Zahlen, dann Unemployment Claims in den USA am Ende der Woche inklusive PCI. Also da ist dann doch einiges am Rödeln und das dürfte den Markt dann auch wieder beschäftigen. Wir gehen mal ganz kurz in die Charts. Ja, der Abverkauf war ganz gut. Zu beachten ist, dass wir in den ES-Futures noch ein Allzeithoch am Dienstag gemacht haben und danach wurde abverkauft. Eigentlich bis dato ein sehr schönes Retracement. Ob das hält, wird man sehen. Wenn wir den ES allein betrachten, der durch die Bank weg eigentlich stärker war die Woche, ist das jetzt nicht das Schlechteste. Komm her. Wie wär's denn, du bleibst mal hier? Ja, der Nasdaq war wesentlich schlechter, hat den Markt dann runtergezogen. Wir müssen mal gucken. Für sich allein gesprochen würde das heben. Ansonsten, der Nasdaq ist da eben schon durchgebrochen. Hätten wir die Range bis zum Ende Mai und da dürfte noch einiges Platz sein, um mit dem Nasdaq mitzuhalten. Der ist jetzt durch die 0,5 gebrochen. Also er ist allein gut, kann aber durch den hier noch runtergehen, kommt, denke ich, auch auf die Earnings. Hier sind wir schon beim größeren Range Retracement. Hier haben wir noch zwei offene Value Gaps, die man durchaus durchbrochen kann. Das 0,5er Retracement nicht gehalten. Wir haben die Lows rausgenommen. Also erwarte ich fast noch ein wenig mehr Schwäche im Nasdaq. Also aufpassen. Und Russell hat eine ziemlich gute Woche hinter sich gehabt. Da komme ich später auch nochmal dazu. Der hat eigentlich alles outperformt, was da so rum ist. Wir sind final über die 2200, haben das auch gehalten beim Abverkauf dann. Und jetzt, wenn wir nach links schauen, sieht es schon mal nicht ganz gut, ganz gut aus. Wir sind jetzt letztlich Anfang 22, Ende 21 vom Wert hin. Also, wir haben jetzt knapp 2 Jahre Durststrecke erstmal überwunden gehabt. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Retracement ist soweit in Ordnung. Natürlich haben wir hier ein bisschen Struktur zum Aufräumen. Wichtig ist, dass wir über dieser Box bleiben. Sieht also gar nicht mal so verkehrt aus. Und der Dollar, ja, wurde ein bisschen abverkauft, auch durch Äußerungen von Trump, hat sich dann ein bisschen gefangen. Wir sind aber unter der 104 geblieben. Da muss man mal abwarten. Der Markt stellt sich so ein wenig auf eine Dollarveränderung durch die Innenpolitik in den USA ein, die ja dann doch sehr isolierend sein wird. Es wird jetzt auch generell von Trump auf eine allgemeine Import-Tax referiert. Das könnte natürlich auch nochmal Probleme bedeuten, je nachdem, in welcher Industrie ihr unterwegs seid. Also da ein wenig aufpassen. VIX hat naturgemäß durch den Abverkauf natürlich gespiked. Hier nicht vergessen, wir hatten Donnerstag VIXpiration und Freitag OPEX. Also dieser massive Move ist dann doch auch durch bestimmte Hedging Rolls zu erklären. Ja,
wenig überraschend, wurde da jetzt ein bisschen eingekauft, weil die Werte natürlich auch super günstig und billig waren für die Options-Hedges. Und auch die längerfristiges Hedging hat man jetzt durch die Unsicherheit, was passiert mit Biden, wer wird eventuell der Kandidat der Demokraten und dann doch auch durch Trumps Attentat, überlebtes Attentatsversuch und auch durch seine Vizepräsidentenwahl. Da ist jetzt einfach viel Unsicherheit im Markt und das wird eben entsprechend mit Hedges quittiert. Unser Zero Day ist eigentlich mäßig begeistert davon, weil das Volumen eh schon wahrscheinlich hoch war. Und diese Woche war sicherlich langfristige Hedges, die eingekauft wurden. Ja, hast du dich auch gehedged? Glaube ich auch. Wenn wir auf Gold springen, hat auch mit dem Abverkauf mitgemacht, interessanterweise, hat zwar hier auch ein neues Hoch gemacht, dann wurde aber auch abverkauft. Da muss man sehen, ob das nicht einfach nur Gewinnmitnahmen waren. Gold ist ansonsten eigentlich recht wertstabil die letzten Monate, muss man sagen. Aber mal sehen, was wir jetzt da in der kommenden Woche haben. Die Kryptos, ja, eigentlich die ganze Woche ein wenig Beachtung. Es wurde einfach kaum getradet, weil die großen Gelder wahrscheinlich in die Indizes geflossen oder aus den Indizes geflossen sind. Wir hatten den großen Push am Mittwoch, aber hier haben wir es auch nur marginal geschafft und danach wurde wieder abverkauft, über das hochzukommen. Also ja, gucken wir mal, wie es jetzt nächste Woche ausgeht. Ich denke, das wird interessanter. Und ich muss gleich wieder die Juni anfangen. Ja, das hast du dir selbst zuzuschreiben. Also bleibst du einfach mal hier. Wir schauen uns nämlich noch den DAX an. Großer Abverkauf an jedem Tag. Rot, das ist auch recht selten, muss man sagen. Sehr, sehr viel abgegeben, weil das natürlich auch auf die europäische Wirtschaft schlagen wird, wenn Trump immer wahrscheinlicher wird. Und ja, auch die Äußerungen zur Ukraine natürlich von seinem designierten Vizepräsidenten. Und Trump ist ja auch jetzt nicht der Jüngste mehr. Das heißt, wir können uns schon darauf einstellen, dass Vance dann vielleicht irgendwie mal sein Nachfolger werden könnte, wenn er es denn wird. Also das sind alles Sachen, die natürlich auch unsere Politik und Wirtschaft betreffen, deswegen starker Abverkauf. So mäßig in UK, das berührt die nicht wirklich. Hier wartet man einfach noch auf Aktionen der neuen Regierung. Das ist ja momentan eher im Konsolidierungsbefinden und da wird man mal gucken, was da weitergeht. Das war es schon von den Charts. Wir gehen mal wieder ins PDF. Ja. Wenn man als solches Sentiment hat, dann ist ein Reversal nicht selten oder auch nicht überraschend. Die großen Jungs und Mädels haben sich ein bisschen rausgezogen. Und wenn wir historisch einfach 20% über dem historischen Mittel sind, gibt es dann einfach mal einen kleinen Peitschenschlag und es wird abverkauft. Aber bei The Dip ist weiterhin gang und gäbe. Deswegen sind wir, glaube ich, auch in der Situation, weil einfach die Leute einfach blind kaufen und am nächsten Tag geht es dann gerade wieder runter. Call-Volumen von Nvidia war nach jedem Abverkauf immer noch weit höher als Put-Volumen und wird einfach aufgekauft. Mal gucken, wie lange das gut geht und ob nicht irgendwann das Geld dann alle ist. Und also als Randnotiz, wer Futures handelt, hat die Nachricht wahrscheinlich über die Broker bekommen. Die Margin-Anforderungen wurden erhöht. Das heißt, wenn ihr über Futures-Portfolios oder zum Future-Handel befähigte Portfolios verfügt, dann aufpassen, wenn die recht knapp bemessen waren, könnte das künftig kaum bis weniger möglich sein, Futures zu handeln. Die Märkte, in diesem Fall die CME, erwartet jetzt eine höhere Volatilität durch diese ganzen Unsicherheiten. Das heißt, die Margin Requirements wurden erhöht. Das kann eben für einige ein Problem bedeuten, kann auch eventuell für einige Broker ein Problem bedeuten, weil die ja immer ein bisschen vorstrecken, beziehungsweise mit den Clearinghäusern da entsprechend arbeiten. Also schauen wir mal, was das noch für Auswirkungen haben wird, aber einfach ja, zur Beachtung. Ansonsten CrowdStrike, hier ist eine ganz gute Übersicht, findet ihr hier. Ja, war wahrscheinlich einfach ein Programmierungsfehler als Fellow Scrum Master kann ich relaten. Also es wurde wahrscheinlich irgendwas stark gepusht. Ersten Berichten zufolge wurde das Qualitätsmanagement und das Testing vernachlässigt, beziehungsweise nicht gemacht, um das Ding halt noch durchzudrücken.
Ja, Resultat ist Single Point of Failure fast weltweit. Sollte man vielleicht künftig drüber nachdenken, ob das so sinnig ist. CrowdStrike ist ja noch nicht so lang an der Börse. Kathy ist auch bei beide Dip schön dabei. Interessanterweise gab es ein massives Put-Volumen vor dem Outtake. Wird man mal sehen, ob es da noch eine Untersuchung gibt, ob das vielleicht vorherzusehen war. So ein Update, auch wenn es jetzt mini klein war, irgendwie 43 Kilobyte, ist natürlich schon länger in der Mache. Ob da nicht ein paar Leute gedacht haben, na, ob das gut gehen wird. Naja, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Erste Äußerungen von Versicherungen im Übrigen. Es gibt ja diese Digitalversicherungen, sagen im Übrigen, dass es nicht darunter fällt. Die ziehen sich also elegant aus der Affäre raus. Aber ja, der Schaden dürfte natürlich gewaltig sein. Und gucken wir mal, was die Uni da macht, unter anderem. Hock dich doch einfach in die Box. Sehr schön. Gut. Dann, ja, es wird ein wenig brenzliger. Wir haben einfach generell im August einen der schwächsten Monate. Die ETF-Funds-Flows werden da durchaus angeschaut und da gibt es einen massiven Outflow. Es ist Sommerzeit. Viele Firmen sind auch, also viele Trading-Firmen sind kaum mehr besetzt oder gar nicht mehr besetzt. Die Leute haben dieses Sell in May dann doch auch gerne gemacht. Beziehungsweise man muss sich das auch vorstellen, ne, wir sind jetzt die ganze Zeit hochgerannt und alles wartet eigentlich auf die Situation, wenn es jetzt halt mal nicht mehr dann am nächsten Tag ein Reversal gibt. Und dann sagt man, gut, okay, jetzt ist anscheinend der Zeitpunkt gekommen, dann verkaufen wir also auch. Wir haben genug Gewinn gemacht. Auf die paar Prozent, wenn es jetzt diese Woche runtergegangen ist, verzichten wir. Wir clearen jetzt auch alle unsere Bücher und haben schon mal ein ganz gutes Polster fürs neue Quartal und dann gucken wir mal, was nach dem August so los ist. Also einfach aufpassen, die Liquidität wird runtergehen. Wenn gleichzeitig die Volatilität hochgeht, sind natürlich die Sprünge extremer. Da einfach ein bisschen aufpassen. Eben die Prime Book Leute sind auch schon maximal aus dem Markt draußen. Und das ist noch zu beachten. Wie gesagt, der Nasdaq ist viel, viel schwächer als der ES. Und wir haben im ES jetzt eben, also im S&P generell, seit einigen Tagen dann keine 2% Down Day. Wir sind knapp dran gescheitert diese Woche. Der Nasdaq hat dann ein paar mehr gerissen. Irgendwann wird es halt dann auch dort mal eng. Deswegen werden die Earnings wahrscheinlich in den kommenden Wochen dann doch interessant. Und wir merken natürlich auch gerade, was so eine maximale Fokussierung auf wenige Titel angeht. Wenn die dann einfach schwächeln oder dort ein Abverkauf beginnt, reißt es den ganzen Markt runter. Das sehen wir einfach ja, aktuell ganz gut. Bleibt doch einfach mal hier. Mal so generell ne, es gibt ja jetzt wieder ganz viele sagen, ja, AI-Boom ist jetzt mal rum und so weiter. Natürlich sind wir gerade in einem riesigen Run. Wir müssen sehen, wie das in der Zukunft sein wird. Aber in der Vergangenheit war Tech einfach auch der Innovationsleader. Wir sind relativ weit gekommen von den ersten Geschichten bis das, und das ist ja heute eigentlich auch nicht mehr Stand der Technik. Und ja, ansonsten gibt es dann für extrem Tech-Gläubige noch andere Möglichkeiten, die Portfolio P&L aufzubessern. Das lassen wir einfach mal auch so auf uns wirken und gucken mal, wie ihre Picks dann so in ein paar Jahren aussehen oder ob ihre Funds dann noch überleben. Aber ja, es bleibt abzuwarten. So eine Gewinnmitnahme, sage ich jetzt auch schon seit Wochen, wäre mal angebracht. Jetzt haben wir sie. Gucken wir mal, wie lange sie hält und wie es aussieht. Und wie die Earnings von den ganz Großen letztlich aussehen. Ja, dann kurz noch zum Russell. Also wir hatten tatsächlich einen historischen Tag. Wir sind so weit nach oben gesprungen wie kein Index jemals. Also wir haben tatsächlich die ganz großen Indizes auch vom verhältnismäßigen Sprung im Russell überholt. Kann jetzt mehrere Gründe haben. Ich habe ja gesagt, der Russell ist ganz gerne einerseits ein Hedging-Vehikel gegen Short Nasdaq. Das trägt sicherlich mit dazu bei. Dann haben wir jetzt aber fast 2 Jahre hin und her dümpeln im Russell. Das heißt, die Small Caps haben natürlich jetzt auch von den ganzen Runs kaum profitiert. Beziehungsweise die profitiert haben, sind sofort in den S&P hochgenommen worden. Und er ist natürlich maximal geshortet. Na, wenn es da hochgeht, reißt natürlich dann auch einige Stop-Limits und es wird abverkauft.
von den Shorts. Und das heißt, der Markt geht auch noch oben. Und es gibt ja erste Gerüchte, dass wir noch Rate Cuts sehen, beziehungsweise das Sentiment seitens der Fed wird dann auch günstiger. Und das hat auch nochmal dazu beigetragen, dass die Small Caps jetzt hochgestartet sind. Man muss sehen, wie stabil das ist, wie nachhaltig das ist. Aber war sicherlich eigentlich eine super Woche für Small Caps Investoren. Und so ein wenig Bedenken macht tatsächlich die Containerraten. Wir haben das ja zu Corona gehabt, dass der Index da hochgesprungen ist. Es steigt, es steigt, es steigt, auch wegen den Angriffen auf die Frachter. Komme ich später noch ein bisschen dazu. Das kann sein, dass da einfach auch Preissteigerungen erneut auf uns zukommen. Also das müssten wir im Auge behalten. Dann geht es so ein bisschen in die Richtung, was wir vorhin gesehen hatten, dass der S&P seit 50 Tagen kein plus minus 2% hatte. Generell haben wir in den letzten Jahren eine extreme, ja, Verdichtung der Märkte. Wir hatten 2020 und vor 2020 einfach teilweise riesige Bewegungen, Einzelevents, aber dennoch über das Jahr verteilt. Und seit Corona letztlich ist der Markt recht gleichmäßig. Die Juni ist nicht gleichmäßig, die hat Hummeln im Arsch und möchte rumgehen. Wie wäre es, wenn du legst dich einfach mal hin, oder springst irgendwo auf Schränke, dass die Jungs und Mädels hier auch noch was zu sehen haben, aber hier hinter dem Mikrofon die ganze Zeit rumrennen, könnte eventuell meinem Sound nicht gut tun. Ja, ich weiß. Ja, also das wird sicherlich ein Problem. Wir verdichten immer mehr, wir konzentrieren uns immer mehr auf wenige Titel und wenn die dann im Gleichklang marschieren, dann ja, passiert auch nicht viel im Markt, aber das wird eben bei Black Swan Events oder aber generellen Unsicherheiten oder plötzlichen Unsicherheiten im Markt, fällt dann halt der ganze Markt um, im Gegensatz zu hier, wo dann der Rest des Marktes noch dagegen gehalten hat. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das kommt natürlich auch durch die ETFs tatsächlich, weil sich da einmal alles in den gleichen Titeln massiert und weil die eben reaktiv auf die Märkte auch agieren, ne? Also wenn Nvidia jetzt, weiß ich, minus 4% macht, dann gewichten sich natürlich sämtliche All-World-ETFs etc. genau danach. Und die verkaufen und verkaufen eben analog zu den Kursbewegungen und den Market-Cap-Unterschieden und wechseln. Und das wird immer mehr und das könnte einfach ein Problem werden. Und zum Stockpicking vielleicht noch, wenn wir gerade beim S&P sind. Das war in Corona, war das mal eine Umfrage zwischen tausenden Usern, glaube ich. Ich bin da auch guilty mit Jumia, schuldig, kenne mich schuldig. Ja, also das waren praktisch die Suche nach dem nächsten Tenbagger, glaube ich. Und 4 Jahre später sind wir also dort angekommen. Und naja, vielleicht sind die meisten dann doch mit einem Sparplan hier drin oder in einem All World besser beraten als irgendwelche Stockpickings. Kann natürlich gut gehen. Kann aber auch böse, böse falsch gehen. Deswegen einfach da ein wenig aufpassen und wenn dann nur mit Spielgeld rummachen. Und ansonsten, weil wir ja auch doch einige haben, die immer noch von ihren Banken oder sonstigen Sachen aktive Fonds empfohlen bekommen haben und bekommen, ja, immer das ein wenig im Hintergrund behalten. Die wenigsten schaffen es tatsächlich, die Märkte out zu performen. Wenn wir kurz zur KI springen, wir haben hier mal eine kleine Übersicht. ChatGPT hat jetzt auch ein Minimodell dieses Wochenende vorgestellt, was wohl extrem energieeffizient bei ganz guten, passablen Ergebnissen ist und ist auch ein kleines. Das heißt, also für einige Anwendungen sicherlich auch ja, Rechenpower optimiert. Und ansonsten aktuell sind die drei immer noch weit oben. Wir haben im Discord ja eigentlich ganz guten Diskussionen, wie es praktisch mit Claude gegenüber ChatGPT aussieht. Ich persönlich finde Claude momentan spannender, aber fürs reine Coding scheint wohl tatsächlich ChatGPT noch vorzulegen. Aber wir haben natürlich generell das Problem mit den Halluzinationen. Hier ist noch ein interessantes Research Paper, wie man das eventuell beheben kann. Das Problem ist einfach, dass die, also es ist Qualitätskontrolle letztlich, dass jeder Output nochmal verifiziert wird. Allerdings haben wir einfach jetzt bei den großen Modellen ja Milliarden Verschaltungen und Abfragen und das dann nachträglich oder in irgendeiner Form zu verifizieren, wird schwierig und wird wahrscheinlich Zeit kosten.
Aber zumindest ist das mal ein Lösungsansatz, wie man das eventuell in den Griff bekommen kann. Und vielfach sind ja diese Halluzinationen tatsächlich das größte Problem bei der Geschichte, ne? Also vielleicht gibt da das zumindest den Anstoß für weitere Überlegungen in dem Bereich. Dann, ja, werdet ihr wahrscheinlich alle mitbekommen haben. Also Biden hat sich Covid eingefangen und jetzt werden die Stimmen laut, dass er vielleicht dann doch den Weg frei macht. Es hieß mal unbestätigten Gerüchte, dass am Wochenende was kommt. Bis jetzt ist nichts gekommen. Man wird sehen, was passieren wird, ob es Harris wird, ob es andere werden, ob überhaupt irgendwas passiert. Trump hat auf jeden Fall jetzt mit JD Vance mit den Schlimmsten wahrscheinlich ausgewählt, den er zur Verfügung hatte. Das wird uns schon noch vor Probleme führen. Und ja, hat natürlich auch Auswirkungen auf die Kontakte nach Europa, nach China, eventuell auch Russland, die haben wahrscheinlich gefeiert. Und Ukraine eher nicht so. Hier ist ein ganz guter Bericht. Vance ist zunächst mal ganz stark mit dem Silicon Valley verbunden, aber auch mit radikaleren Kräften dort, hat natürlich ja, extreme Ansichten zu verschiedensten Sachen. Und auch wenn wir Trump natürlich jetzt wahrscheinlich größtenteils nicht so toll finden, ein Vice President Vance, der dann irgendwann vielleicht in einer Wahlperiode auf Trump folgt, ist wahrscheinlich ja, mit das Schlimmste, was wir uns vorstellen könnten, so für die Welt. Also ja, gucken wir mal, was die Amis so wählen und wie das so aussieht. Entgegen vieler Behauptungen ist es nämlich im Übrigen auch nicht so, dass Trump oder Trump 1, seine Präsidentschaft, super gut für den Markt ist. Es stimmt, dass es generell der Markt gut performt hat, aber wir haben einfach eine riesige Volatilität und es gibt auch immer über die Zeit hinweg gab es starke Schwankungen und das haben einfach viele nicht mehr im Schirm, dass Trumps Präsidentschaft einfach auch geprägt war von riesigen Kursschwüngen und Reaktionen, weil er halt dann in der Nacht irgendwas getweetet hat und die Welt aufgewacht ist und sich da nicht der schon wieder und dann entsprechend reagiert hat. Wir haben mit beiden einfach natürlich, ja, einfach eine ruhige Geschichte. Der Markt konnte einfach schalten und walten und es mag eigentlich der Markt. Das heißt, und mit den zusätzlichen Konflikten, die wir jetzt haben, könnte das also nicht die beste Variante für die Märkte sein. Aber mal abwarten. Die Silicon Valley und die großen Tech-Konzerne bauen auf ihn, aber es wird sicherlich noch mehr Volatilität in den Markt bringen und dann muss man gucken, ob das so das Beste ist. Wir haben ansonsten die Schere in den USA geht immer weiter, auch in den letzten Jahren. Also die gut wohnen und leben, bekommen mehr für ihre Immobilien, also der Wert steigt und die anderen haben das Nachsehen und der Wert fällt. Das kennen wir jetzt schon häufiger. Es gibt immer mehr ja, Metalldiebe dort auch. Die Preise sind höher, beziehungsweise die Leute versuchen irgendwie an Geld zu kommen und greifen dann auf illegale Methoden und Diebstähle zurück. Hauptsächlich Kupfer natürlich, aber auch andere Sachen. Stahl ist damit auch dabei. Und das marodiert natürlich in der eh schon kaputten Infrastruktur in den USA auch noch herum. Ein positives, was Infrastruktur angeht, wir haben in Kalifornien ja eigentlich ganz gerne durch die verschiedensten Wetterereignisse große Probleme in der Energieversorgung. Das haben sie jetzt tatsächlich durch erneuerbares Netz mit Batterien größtenteils wohl in den Griff bekommen, sodass es keine Outages mehr in diesem Maßstab gibt. Und das scheint also ein ganz gutes Pilotprojekt auch zu sein. In Europa haben wir eigentlich nichts. Von der Leyen wurde jetzt bestätigt, juhu, aber naja, das war es dann auch schon an nicht unbedingt guter News. Ich möchte da noch kurz von den Systemeinstellungen die Podcast-Reihe empfehlen, ist von netzpolitik.org. Also die ganze Reihe ist zu empfehlen, geht letztlich um verschiedenste Ereignisse von ja, vermeintlich nicht gerechtfertigten Hausdurchsuchungen und Überwachungen und Strafverfahren gegen verschiedenste, ja, zivile Aktivisten, möchten wir uns mal zusammenfassen. Also die ganze Reihe ist interessant, aber die letzte ist vor allem, also die siebte Folge, da geht es um die Hausdurchsuchung, was zu tun ist, was man darf, was man machen sollte. Wird mit einer Anwältin gesprochen. Ich hoffe natürlich, dass niemand von uns da jemals in Berührung kommt, aber ist dennoch ganz gut, das zu wissen und seine Rechte zu kennen. Also ist sehr empfohlen. Wenn ihr euch dafür weiter interessiert, es gibt von Udo Vetter, also dem Herausgeber vom Lawblog,
Da auch zwei YouTube-Vorträge, die schon älter sind, wo er aber auch nochmal das Ganze durchexerziert. Also was darf man, was nicht, was sollte man tun, was nicht. Ja, da einfach die Empfehlung. Wir springen deswegen auch dann in die Ukraine und Russland. Gibt es auch recht wenig, muss man sagen. Es gibt oder es gab ein direktes Telefonat zwischen Zelensky und Trump, das scheinbar ganz gut verlief, entgegen der ganzen Behauptung, dass also eine Vance hat ja, na, Ukraine ist ihm eigentlich egal und müssen wir mal abwarten, was passiert. Trump hat versprochen, da sofort Frieden zu machen, wie auch immer das aussehen mag. Das steht jetzt mal auf der Agenda. Ansonsten kriegstechnisch gibt es wenig zu berichten. Russland versucht weiterhin in den verschiedensten Fronten durchzustoßen, schafft so ein bisschen. Die Ukraine halten mit Angriffen dagegen. Und ansonsten, ja, gibt es wenig zu berichten. Wir haben hier ein Update vom englischen Militär, vom Kriegsministerium, Verteidigungsministerium, die praktisch nochmal verdeutlichen, dass die Verlustzahlen extrem hoch sind in Russland und gleichzeitig gibt es einen weiteren Eingriff in die ganzen Messenger beziehungsweise in die Social Media Kanäle. Also da gibt es Verbote, da gibt es teilweise auch Unterbindungen von Nutzung, sodass halt möglichst nur die Staatsmedien noch verfügbar sind, wobei Telegram sich da auf beiden Seiten ja durchaus der Beliebtheit erfreut. Aber ja, da wird versucht, noch mehr restriktiver in die ganze Sache einzugreifen. Wir haben einen großen Angriff auf tatsächlich ein russisches oder zumindest mit russischem Öl beladenes Schiff, deswegen ist es auch relativ egal, oder welche Flagge und welcher Besitzer diese Schiffe haben. Die Houthis greifen eigentlich alles an, was da oben fährt. In der Nacht hat jetzt Israel einen wichtigen Hafen der Houthis ziemlich ja, unter Beschuss genommen mit einer durchaus zu beachtenden Operation mit F-35 und F-15. Ja, muss man mal sehen, was es für Reaktionen gibt. Sämtliche Anrainerstaaten, beziehungsweise auch Staaten, durch deren Luftraum, die wohl irgendwie geflogen werden sollten, haben natürlich gesagt, naja, unser Luftraum ist souverän, aber haben es jetzt auch nicht wirklich verurteilt. Insgeheim werden da wahrscheinlich einige ganz froh gewesen sein, weil die natürlich auch darunter leiden. Also muss man sehen, was da jetzt für Reaktionen ist. Das war eine direkte Reaktion auf den Drohnenangriff in Tel Aviv. Ja, deswegen glaube ich einfach, dass es eventuell bei den Commodities am Montag noch ein bisschen rund gehen könnte. Aber mal abwarten, wie da die Reaktion generell ist. In China ist ein recht wichtiger Kongress Ende der Woche zu Ende gegangen, wo einfach mal so ein Grundlagenprogramm, die nächst, eigentlich fast schon für das nächste Jahrzehnt immer vorgestellt wird. Es gibt jetzt bis jetzt nur dieses Pre-Statement. Eigentlich sollte in den nächsten Tagen ein ausführlicher Bericht rausfinden. Es scheint aber momentan eher wenig innovativ zu sein, sondern halt das Altbekannte. Naja, wir werden die Wirtschaft stützen, wir werden helfen, bla bla bla. Aber jetzt nicht so der große Wurf. Aber vielleicht kommt es ja in der ausführlichen Formulierung. Aber ja, momentan scheint es eher underperformed zu haben. Gleichzeitig versucht man jetzt mehr die Märkte zu stützen und auch tatsächlich von Immobilien ein wenig wegzugehen hin zu den Kapitalmärkten, die ja auch ziemlich gelitten haben, da auch entsprechende Hilfen von der Regierungsseite reinzupacken. Und interessanter Take, die Zentralbank, die chinesische, hat ja auch Probleme mit den Bonds. Und ich habe es noch nicht, also ist auch nur angerissen, weil sie es noch nicht wirklich gemacht haben, sondern nur vorhaben, dass sie eventuell Bonds Short verkaufen. Also es wird natürlich Liquidität bei ihnen reinspringen, würde auch Druck auf den Markt etwas bringen. Die Frage ist, ob da die anderen Parteien mitspielen. Also vielleicht kommen wir da in den nächsten Wochen nochmal drauf, aber ist auf jeden Fall, mir ist nicht bekannt, dass das irgendeine Zentralbank oder großer Akteur macht. Aber ja, mal gucken, wie da die Reaktionen sind. Ansonsten, Huawei hat ein riesiges Center jetzt eingeweiht in Shanghai. Also angefangen, den Grundstein gelegt. Das gibt ein extrem großes Research Center,
unter anderem natürlich für Chips, aber auch für KI und so weiter. Ja, recht umfangreich, wird wahrscheinlich eine kleine Stadt werden. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber bis das gebaut ist, dauert es ja noch ein bisschen, ist aber nicht schlimm, weil offenbar sich chinesische Firmen recht einfach GeForce Now und Google Collabs 3D-Unterstützung klicken können und dadurch dann ihre Sachen recht elegant und wahrscheinlich auch kostengünstig an den Sanktionen vorbei betreiben können. Ist völlig legal, wurde nicht bedacht. Ja, mal gucken, ob da noch irgendwas getan wird, aber so kann man natürlich auch recht elegant mit den Sanktionen leben und kommt ja auch den amerikanischen Unternehmen dann zugute, wenn man dafür zahlt, nicht wahr? Mal sehen, ob da jemand noch was dagegen macht, aber das scheint wohl momentan der Stand zu sein. Wenn wir nochmal bei den Commodities bleiben, es kommt jetzt einfach früher El Niño, jetzt La Niña, also die großen Unwetterstürme beziehungsweise die großen Gezeitenströme, Unwetterströme in den USA beziehungsweise weltweit. Da gibt es jetzt einfach in diesem Jahr wieder verschiedenste Ereignisse, die eventuell verschiedene Bereiche der Welt, vor allem die USA, Süden der USA betreffen könnten gegen Ende des Jahres beziehungsweise Jahreswechsel. Wenn ihr in irgendeiner Form regelmäßig Commodities handelt, könnte das ganz handy sein, um auf die verschiedensten Hurricanes zu reagieren, beziehungsweise auch die entsprechenden Wetterlagen auf der Welt. Also das könnt ihr euch da mal anschauen. Und so eine kleine Übersicht, wie es dieses Jahr im Vergleich zu letztem Jahr mit den Autoverkäufen aussieht. Grundsätzlich hier im unteren Drittel oder unteren Hälfte nicht so gut. Die anderen performen dann doch etwas besser. Muss man sagen, dass wahrscheinlich hier größtenteils ja auch die ganzen Zuzahlungen verschwunden sind und die steuerlichen Bonis. Und entgegen Elons Äußerungen, dass das ja gut sei und dass er eh dafür sei, dass alle Subventionen abgebaut werden, performt Tesla dann halt dann doch nicht so super gut. Muss mal sehen, wie das dann also in den nächsten Earnings-Berichten auch von Tesla aussieht. Und für alle, die nur die Bevölkerungspyramide gelernt haben, wird es jetzt einfach Zeit, in den nächsten Jahrzehnten neue Formen beizubringen, wahrscheinlich auch in der Schule, aber vielleicht auch für euch so ein wenig zu im Hinterkopf zu behalten. Also wir haben einfach einen massiven Bevölkerungsverlust in den nächsten Jahrzehnten, sehr wahrscheinlich in China. Das sind ja nur Forecasts, aber Indien wird relativ stabil sein, aber verliert dann ab 2050 auch. Und bei der USA wird angenommen, dass man durch die vor allem Immigration aus Südamerika da noch einen Zuwachs erhält. Aber das würde ich auch ganz gerne mal in Klammer setzen. Je nach innenpolitischer Haltung dort könnte das eben auch nicht mehr so stark dazu kommen. Wenn wir in Kryptos gehen, hier ist eine relativ spannende Geschichte. Es gibt ja diese PACs, das sind diese nicht ganz gesetzesmäßig verbrieften Donation-Organisationen für die verschiedensten Parteien beziehungsweise verschiedensten Kandidaten. Also darüber kann man dann Spenden sammeln. Die sind ja nicht wirklich im politischen System, aber sie gibt es eben doch. Und da kann man eben auch mit Krypto bezahlen beziehungsweise spenden oder es gibt dedizierte Krypto-Packs. Und hier ist eine ganz gute Übersicht, was, wie viel, wo hingegangen ist und wie das verwendet wird. Also da, wer sich da informieren möchte. Ansonsten haben wir jetzt auch durch die Nominierung von Vance, der recht kryptofreundlich ist, auch wieder neue Forecasts. Also generell sehen wir die 100.000 dieses Jahr noch in Bitcoin, wird immer mehr. Gucken wir mal, wie es dazu kommt. Ansonsten 75.000 oder darüber ist momentan der Konsensus. 150.000 nicht so ganz, das glaube ich dann doch auch nicht. Aber mal sehen, was Krypto noch dieses Jahr für uns bereithält. Für einige leider nicht so gut ist. Das heißt ja immer, dass ihr eure eigenen Keys und eure eigenen Wallets haben sollt. Wenn ihr dann aber Besuch von Kriminellen bekommt und die dann unter Schlägen oder anderen Sachen eure Keys rausprügeln und so eure Kryptos stehlen, ist es natürlich nicht so gut. Da gab und gibt es gerade eine Reihe in den USA. Ja, leider schlechte neue Welt. Das passiert also dort auch. Deswegen auf eure Sache aufpassen und vielleicht nicht zu prahlend mit den Gewinnen hausieren gehen.
Das war es dann eigentlich. So persönliche Sache noch. Google Docs erlaubt jetzt endlich volle Markdown-Unterstützung für jemanden, der irgendwie sein halt dreiviertel Leben auf Markdown-Files und Administration aufbaut, finde ich das super. Da will ich ein bisschen mit rumspielen. Für andere Leute, die es benutzen, ging ein wenig unter, aber es ist jetzt trotzdem eigentlich auch eine ganz gute Entwicklung. Das war es auch schon. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wir können gerne diskutieren. Ich habe die Woche noch zwei kleinere Videos hochgeladen. Einerseits, um so ein bisschen trotz des Abverkaufs die Relation zu setzen, wer ist short, wer sagt, wer ist short und eigentlich sind alle long. Und dann noch etwas zu verschiedenen Timeframes für die eher aktiveren Trader. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ansonsten genießt die Sonne, solange wir sie haben und meldet euch, wenn euch irgendwas nicht gepasst hat oder wenn ihr Nachfragen habt. Ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.